24 zu 19 und die Halle erhebt sich. Satzball für den Schweriner SC, Maja Pachale bei der Angabe. Der Ball im Aus, aber eine Schwerinerin am Ball, 24 zu 20. Grit Lehmann mit der Angabe. Das war hervorragend ausgehoben. Thormann mit dem 25 zu 20 für den Schweriner SC. Damit 2 zu 1 Satzführung für den Schweriner SC. Muss auch alles seine Richtigkeit haben. Wechsel beim Schweriner SC. Charlie Hans geht raus. Anja Brandt dafür in der Partie. Jetzt gibt es noch eine kurze Instruktion vom Schiedsrichter. Und auf geht's in den vierten Satz. Angabe VfB Suhl. Pachales Schlag geht zu weit. Erster Punkt für die Gäste in diesem vierten Satz. 1 zu 0. Brandt mit dem Punkt aus der Mitte, 1 zu 1. Kasperski mit der Angabe und für Schwerin. Punkt bleibt im Schweriner Block hängen. 2 zu 1 für Schwerin. Der Ball zu weit von Lehmann. 3 zu 1 für Schwerin.
Anja Brandt tatscht den Ball rüber, keiner kommt mehr ran, 4:1 für Schwerin. Auszeit genommen von Suhl. Auszeit vorbei, Kasperski mit der Angabe für Schwerin. In der Mitte durchgeschlagen, Pajic zum 4:2. Zum mit der Angabe für Suhl. Kasperskis Lob können die Suhler nicht abwehren, 5:2. Anja Brandt mit der Angabe für Schwerin. Und der Ball von Retzlaff im Block und von da aus ins Feld. 6:2 für Schwerin. Und auch der Ball von Thum im Schweriner Block. 7:2 für Schwerin. Der Ball geht vom Schweriner Block ins Aus, 7:3. Rapajic mit der Angabe nun für die Gäste. Und hervorragend in der Mitte durchgespielt, kurz abgelegt auf Patricia Thormann zum 8:3. Technische Auszeit. Da gingen sie erneut durch das weitere Rund.